Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Abschlag, Ihrem Golfmagazin hier auf TV Berlin. Heute bin ich in Groß-Kienitz im Süden Berlins in einem sehr familiären Golfclub. Ariane Frenkle ist hier die Geschäftsführerin. Sie stellt Ihnen Ihren Platz einmal vor. Hallo und herzlich willkommen in Groß-Kienitz. Mein Name ist Ariane Frenkle. Ich betreue diese Golfanlage und möchte Ihnen heute hier unsere Golfplätze kurz vorstellen. Das Besondere an Groß-Kienitz ist zum einen sicher die sehr stadtnahe Lage. Wir sind nur wenige Minuten südlich der Berliner Stadtgrenze. Wenn Sie woanders noch damit beschäftigt sind, Ihr Equipment auszuladen, haben Sie bei uns in Groß-Kienitz wahrscheinlich schon eine Bahn gespielt. Und zum anderen, dass wir wirklich Golf für jedermann anbieten, vom Anfänger bis zum Profi, vom kleinen Kind bis zum älteren Menschen. Hier kann jeder seinen Golfsport auf unterschiedlichstem Niveau nach Herzenslust ausüben. Wir haben drei sehr unterschiedliche Golfplätze, einen 3-Loch-Übungsplatz, einen öffentlichen 9-Loch-Platz und den 18-Loch-Meisterschaftsplatz. Sie können als Anfänger sofort kommen und eine Bahn spielen. Allerdings würden wir Ihnen empfehlen, vorher vielleicht einen Schnupperkurs zu besuchen, die von unseren Golflehrern gemacht werden, weil sie dort eingewiesen werden. Ihnen wird gezeigt, wie kurzes und langes Spiel grundsätzlich funktioniert, was wahrscheinlich etwas mehr Spaß für Ihre 3-Loch-Runde vermittelt. Sie können die Driving Range benutzen, vorher noch ein bisschen üben und dann werden Sie sicher sehr Spaß auf Ihrer ersten 3-Loch-Golfrunde haben. Sehr schön für Menschen, die schon die Platzerlaubnis abgelegt haben, ist der 9-Loch-Golfplatz, wo Sie nicht Mitglied in einem Golfclub sein müssen, sondern uns lediglich der Nachweis der Platzerlaubnis ausreicht, Sie Ihr Greenfee entrichten können und dann sofort auf dem wirklich sehr interessanten 9-Loch-Golfplatz spielen können. Sie finden dort viele Wasserhindernisse, Bunker, schöne Grüns, eine tolle Golfrunde auf dem 9-Loch-Platz. Sehr schön ist unser Herzstück, der 18-Loch Robert Baker Meisterschaftsplatz von Robert Baker, einem der bekanntesten Golflehrer. Design, der sich auszeichnet durch eine extreme Länge. Er ist der 7. längste Platz Deutschlands. Beispielsweise sehr sportliche, lange Par 3s haben wir, wo es auch für den Profi sehr schwierig wird, das Birdie beispielsweise zu erzielen. In Groß-Kienitz haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, Golf für jedermann. Und bieten ein Angebot, wo wirklich jeder Golfer vom Anfänger bis zum Profi das Passende für ihn findet und seinen Sport auf seinem Niveau auch sehr ansprechend ausüben kann. Wir haben also gelernt, das Besondere an Groß-Kienitz sind die wahnsinnig langen Bahnen. Da kann es schnell mal passieren, dass man mit dem Abschlag im Rough landet. Eine gute Möglichkeit, mal ein paar Regelfragen zu klären. Der Ball liegt nach dem Abschlag direkt an einem weißen Stock. Da habe ich leider eine sehr schlechte Nachricht für Sie. Sie müssen ihn spielen, so wie er da liegt. Alle Gegenstände, die ein Aus bedeuten, das ist nun mal ein weißer Pfahl, gelten als befestigt. Den dürfen Sie hier nicht rausnehmen. Und wenn Sie es doch tun, dann gibt es dafür 2 Strafschläge. Fragen Sie mich bitte nicht, wie der Ball da hingekommen ist, aber er ist tatsächlich auf der Bank zum Liegen gekommen. Keine Sorge, ich schicke Sie jetzt nicht darauf zum Schlagen. Eine Bank ist ein bewegliches Hemmnis, das heißt, Sie dürfen sie wegtragen und den Ball dort droppen, wo er lag. Für den Fall, dass die Bank im Boden fest verankert ist, dann können Sie den Ball nehmen und nicht näher zur Fahne, eine Schlägerlänge von der Bank entfernt droppen. Was für eine gemeine Situation. Jemand hat die Fahnenstange nicht richtig ins Loch eingesteckt und deswegen kann der Ball nicht reinfallen. Jetzt gibt es nur eine Möglichkeit, Sie oder eigentlich noch besser einer Ihrer Mitspieler stellt die Stange gerade und zieht sie dann raus. Wenn der Ball dann hineinfällt, gilt er als ins Loch gefallen. Wenn er dabei nicht reinfällt, müssen Sie ihn leider an die Lochkante zurücklegen. So hart es ist. Gerade bei solchen langen Bahnen wie in Groß-Kienitz gibt es einen Schläger, den sollten Sie unbedingt im Back haben. Welcher das ist, das sagt Ihnen jetzt Dennis Hohmann in unserem Ausstattertipp. Vielen Dank, Stefan, und hallo, liebe Zuschauer. In unserer heutigen Folge möchte ich Ihnen gerne die Schlägerkategorie der Hybriden bzw. Hybrids vorstellen.
Diese Kategorie ist Ihnen auch unter herstellerspeziellen Namen wie Buffler, Rescue und Flyhigh bekannt. Dem Einsatzbereich von Hybridschlägern ist keinerlei Grenze gesetzt. Vom Abschlag, auf dem Fairway, aus dem Semiraff, auch vom Vorgrün lassen sich damit raffinierte kleine Chip-and-Runs spielen. Hier sehen Sie eine 14-teilige klassische Komplettausrüstung, bestehend aus 3 Hölzern, 7 Eisen, 3 Wedges und dem Putter. Aus diesem Set entferne ich nun das Holz 5, das Eisen 3 und das Eisen 4 und werde diese Lücke durch 3 adäquate Hybridschläger ergänzen. Das Holz 5 haben wir gegen einen Hybrid ausgetauscht mit 18 Grad. Längenmäßig sind diese beiden Schläger vergleichbar, aber sie gewinnen an Kontrolle. Eisen 3 und Eisen 4 haben wir gegen Hybriden mit 21 und 24 Grad ausgetauscht. Hier gewinnen sie an Ballflughöhe und werden vielseitiger, was die Balllage anbelangt. Hybridschläger vereinen die positiven Merkmale von Hölzer und Eisen. Länge und Ballflughöhe stammen von den Hölzern, Kontrolle und Präzision stammen von den Eisen. In den häufigsten Fällen werden vor allem lange Eisen wie 3er, 4er und 5er Eisen gegen äquivalente Hybridschläger ausgetauscht, lassen sich hierbei jedoch nicht von den Nummerierungen der Hersteller täuschen. Orientieren Sie sich an den Lofts der auszutauschenden Eisen und gleichen Sie jene mit den Hybridschlägern ab. Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich. Sofern Sie Ihre Ausrüstung um 1 oder 2 Hybridschläger ergänzen, so werden Sie auch in kniffligen Situationen feststellen, dass diese Ihr Spiel um Komfort und Fehlerverzeihbarkeit bereichern. Sie kommen allerdings nicht drum herum, die Balllage nach wie vor objektiv und sachlich einzuschätzen. Und es ist nicht auszuschließen, dass Sie sich vielleicht doch mal fürs Pitching Wedge entscheiden und den Ball einfach wieder quer zurück ins Spiel bringen. Die Frage, ob sich ein Hybrid mehr wie ein Eisen oder wie ein Fairway-Holz spielt, ob Sie die Balllage nach links oder nach rechts variieren, beantwortet Ihnen gerne der Golflehrer Ihres Vertrauens. Unabhängig ob Anfänger oder Profi, Hybridschläger sind in jedem Fall eine tolle Ergänzung für jede Golfausrüstung. Sie sind sehr vielseitig und schaffen einen weicheren Übergang zwischen Ihren langen Eisen und den kleinen Hölzern. Somit haben Hybridschläger ein ausgesprochen hohes Lieblingsschlägerpotenzial für alle Spielstärken. Sollten Sie noch Fragen haben zu diesem Thema und Hilfe bei der richtigen Auswahl brauchen, kommen Sie uns einfach besuchen in der Franklinstraße. Wir helfen Ihnen gern. Bis bald. Danke, Dennis. Bei mir ist jetzt Gregor Tilch. Er ist Pro in Groß-Kienitz und er erklärt Ihnen, wie man einen Hybrid am besten einsetzt. Das ist die wirkliche Spezialität eines Hybridschlägers. Der Ball liegt etwas tiefer im Semiraff, man hat eine lange Entfernung zu überbrücken zum Grün und mit einem langen Eisen ist der Schlag nicht zu realisieren. Für die meisten Amateure, die eine größere Entfernung wie in diesem Fall überbrücken müssen, eine unüberwindliche Aufgabe. Ein Hybridschläger hat da wirklich starke Vorteile. Ähnlich von der Kopfkonstruktion wie das Fairwayholz geht es sehr leicht durch dieses Semiraff durch. Es gleitet sozusagen dadurch, der Abflugswinkel ist sehr hoch, der Schläger verdreht sich nicht. Und die Entfernung, die der Ball fliegt, ist exakt dieselbe wie aus guten Lagen. Das ist perfekt für Leute, vor allen Dingen mit geringer Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das hier ist eine Situation, auf die die meisten Leute nie auf die Idee kommen würden, Hybridschläger zu benutzen. Er ist ein unglaublich geeigneter Schläger, vor allen Dingen für etwas härtere Lagen auf dem Boden, auch wenn es geregnet hat und der Ball ist etwas matschig, wo Chippen schwer zu kontrollieren ist, weil der Schläger springt, oder auch weil Putten auf dieser Entfernung sehr schwer zu dosieren ist. Dadurch, dass der Schläger sehr fehlerverzeihend ist, ist es sehr leicht, ihn zu dosieren. Der Schlag ist deswegen so leicht, weil der Schläger leicht auf der Spitze steht und auch bei schlechteren Lagen relativ leicht über oder durch das Gras gleitet. Aufgrund der Kopfkonstruktion ist trotzdem der Energieverlust relativ klein und daher die Längendosierung relativ leicht und der Schlag ist sehr leicht zu trainieren. Das Gute bei dem Schlag ist, die Fehlschläge sind auch noch relativ gut und sehr gut brauchbar. Ein Hybridschläger ist in der Technik dort sehr einfach. Es ist ähnlich wie der Chip, der Ball liegt rechts, die Hände sind leicht vorm Ball und der linke Arm und der Schaft bilden eine Linie. Die Ballposition muss ein bisschen weiter rechts sein, das Gewicht links,
die Hände leicht vom Ball und das Wichtige ist, sie müssen den Schläger etwas kürzer greifen. Die Schlagfläche zeigt im Endeffekt zum Ziel, genau wie ihre Schultern. Die Bewegung ist dann einer Puttbewegung sehr ähnlich. So, jetzt wissen wir also, wie es geht. Ich verlasse jetzt den Robert Baker Platz und fahre hinüber zum Clubhaus. Dort gibt es eine weitere 9-Loch-Anlage. Ich treffe dort Marco Peke. Er ist Geschäftsführer der Vereinigung Clubfreier Golfer, kurz VCG. Peke, schön, dass Sie da sind. Was macht den Unterschied aus zwischen einem normalen Golfclub und Ihrer Vereinigung? Da gibt es viele, viele Unterschiede. Also zum einen sind wir der größte Golfclub Deutschlands. Wir haben 20.000 Mitglieder und wir sind, glaube ich, der Einzige, der keinen eigenen Golfplatz hat. Das heißt, so ein richtiges Clubleben, wenn ich eine Weihnachtsfeier will und ein Sommerfest, das werde ich bei Ihnen dann nicht kriegen, logischerweise. Ja, ganz genau. Also Sie haben es erraten quasi. Wir sind deswegen komplett anders als eine Golfanlage, beispielsweise hier in Groß-Kienitz, wo man halt eben in einen Club geht, wo man gerne auf einem und demselben Platz spielt und all die Vorzüge des Clublebens quasi genießt. Bei uns ist es halt so, unsere Mitglieder sind in der Regel auch etwas jünger, muss man dazu sagen, und sind räumlich sehr flexibel. Das heißt, die spielen zum einen nicht ganz so viel und sie sind halt viel unterwegs. Und deswegen ist so eine VCG-Lösung viel besser. Wo spielen Ihre Mitglieder? Wie viele Anlagen sind Ihnen angeschlossen? Genau, also grundsätzlich können unsere Mitglieder nur da spielen, wo sie auch willkommen sind. Zum Glück sind das eine Menge. Das sind also 95% der deutschen Golfanlagen. Wir haben ja derzeit 700 in Deutschland und ja, also auf fast allen Plätzen können unsere Mitglieder spielen. Und das hängt immer so ein bisschen davon ab, beispielsweise am Wochenende, wenn eine Anlage voll ist, macht es natürlich keinen Sinn, dann ist der Platz für die eigenen Mitglieder da. Aber immer dann, wenn quasi Restkontingente sind, dann können unsere Mitglieder dahin. Sie sagen, die können dann da spielen, natürlich gegen Greenfield. Absolut, ja. Da muss ich aber ganz schön tief in die Tasche gucken. Ich meine, die Mitgliedschaft bei Ihnen kostet ja 195 Euro, glaube ich. Genau, das ist erstmal nicht viel, das hört sich erstmal nicht viel an, aber wenn ich halt viel spiele, dann wird es natürlich teurer. Das heißt, und das ist dann auch meistens so der Zeitpunkt, wann unsere Mitglieder anfangen zu überlegen, also wenn ich jetzt 30, 40 Mal im Jahr gespielt habe und das dann meistens noch auf ein oder zwei Plätzen, dann macht natürlich eine Mitgliedschaft schon allein aus finanziellen Gründen Sinn. Wenn die aber, wie der Großteil unserer Mitglieder, nur 15 Mal im Jahr spielen und die meisten Runden davon noch 9-Loch-Runden sind, dann ist es halt eben nicht so viel. Insofern beherbergen wir ja den klassischen Gelegenheitsgolfer. Ich nehme mich da immer selber gerne als Beispiel. Ich spiele vielleicht 5-mal im Jahr, einmal in Frankfurt, einmal in Berlin und 2-mal sonst wo. Und die 5. Runde weiß ich nicht. Das heißt, für mich kommt eine Mitgliedschaft gar nicht in Frage. Ich würde wahrscheinlich sonst gar nicht Golf spielen, wenn es nicht sowas gibt. Also das sind viele unserer Mitglieder, sind halt eben sehr mobil, sehr unterwegs. Aber halt eben auch wirklich Leute, die einfach wenig Zeit haben und die auch noch andere Hobbys machen. Also gerade dieses Thema Multi-Optionalität, im Winter mal Snowboard fahren und eine Fitnessclub-Mitgliedschaft und Golf ist halt einfach eine Sache, die man so nebenbei auch mitmachen kann. Sie sprachen vorhin von 20.000 Mitgliedern. Da kommt ja doch eine ganze Menge zusammen. Was machen Sie mit dem ganzen Geld? Ganz genau. Wir müssen ja keinen eigenen Golfplatz pflegen, logischerweise. Und die Überschüsse, die am Ende des Jahres zur Verfügung stehen, die schenken wir quasi dem Deutschen Golfverband und der kann damit Förderprojekte im Golfsport anschieben. Was für Projekte sind das? Wie zum Beispiel unser Förderflaggschiff Abschlagschule. Das ist ein Projekt, was seit über 10 Jahren schon existiert. Und da bringen wir quasi örtliche Schulen und örtliche Golfplätze zusammen. Und die Kinder bekommen dann halt so richtig zum Unterricht begleitend Golfprojekte, wo die einmal die Woche trainieren gehen. Und im Laufe der Zeit, also über 10 Jahre läuft das jetzt, sind schon an die 70.000 Kinder aus 4.000 Schulen insgesamt unterrichtet worden. Also ein Riesending. Unterstützen Sie eigentlich auch die Bewerbung, die Deutsche, um den Ryder Cup? Also ja, immer wenn es ums Fördern geht, dann kann man bei der VCG mal anfragen. Und da kam diese Ryder Cup-Bewerbung von Deutschland uns natürlich auch gelegen, muss man sagen, weil es gibt, glaube ich, kein besseres Projekt, in das man halt investieren kann oder das man unterstützen kann, wenn man den Golfsport verbreitern möchte. Und deswegen war es für unseren Vorstand auch überhaupt keine Frage, sich an der Ryder Cup-Bewerbung zu beteiligen. Herr Peke, haben Sie vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich mit Ihnen heute. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich auch für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß mit uns hier heute auf der Runde. Einen Tipp habe ich für Sie noch zum Schluss. In den Arkaden am Potsdamer Platz gibt es eine tolle Golfwoche vom 22. bis 31. Juli. Faszination Golf. Da warten Golfsimulatoren, Green Fees und Driving Range auf Sie. Schauen Sie mal vorbei. So, und wir beide, wir drehen jetzt noch eine Runde, oder?